Kennst du? Mittag haben wir schon mit. Und was hast du mit Anna gestern Abend noch gemacht? Halb vier? Was? Halb vier? Wieso? Was habt ihr denn gestern gemacht? Ein bisschen rumgefahren. Ja. Einfach ein Stück gefahren. Prost. Ja, du warst mal eine halbe Stunde mit so einem Arsch. Schön, dass du mich, du hast ja ein Thema, du kannst mich ja voll löffeln. Wie soll ich dich nicht verarbeiten? Kann ich das verarbeiten? Wir sind mal so ganz ohne Kinder. Alle schlafen noch. Ja, stimmt, wo ist dein Appendix? Das war ein kurzes Kinderloses. Toll. Miteinander. Einmal von ihr redet. So. Kawasaki GP1, GP1, ein UMTB, steht da wie neu, ist das ein Chrom-Bodyrahmen? Es ist ein Stahlrahmen, Tench, der gute Tange MTB-Rahmen, also ein leichter Stahlrahmen, im Muft. So, und das Fetten der Vierkant-Alukohlen. Mache ich tatsächlich immer, ich fette tatsächlich immer, weil ich dann die richtig gut aufgezogen bekomme. Patrick, Mensch, ja, guten Morgen, Patrick. Hallo Anouk, was ist Daumen runter? Es ist doch euer Alltag und dieser lässt sich nicht beeinflussen. Habt einen schönen Tag. Richtig, kann man nicht beeinflussen, ist so. Felix ist heute auch wieder mit dabei, finde ich richtig gut, finde ich auch richtig gut, dass er wirklich hält schon eine Weile durch, super lange durchhält. Vier Wochen schon hält er durch. Mit Höhen und Tiefen, aber er ist da. Mit Höhen und Tiefen, aber er kommt. Also manchmal habe ich echt manches Mal schon gedacht, der kommt nicht mehr. Ja, aber das ist natürlich dieser finanzielle, dass du ihm das gibst, ne? Das erleichtert ihn natürlich auch, ne? Na klar, es ist viel erleichternder, wenn er nicht mehr betteln gehen muss, weil jetzt ist ihm ja auch unangenehm zu betteln. Ja, du weißt ja gar nicht, ob du was kriegst. Doch, er hat schon seine Garantie, natürlich. Ja, das ging ja über Jahre auch. Jetzt seit, ja, aber wie lange? Kennen ihn seit neun Jahren kennen wir ihn. Na, Felix geht, er meinte mal so 4 Stunden oder sowas, das haben wir unterwegs. Das Problem ist, dass wenn er das Geld in der Hand hat und nur auf der Straße ist, er wahrscheinlich öfter konsumiert. Ja, so ist er beschäftigt auch ein bisschen. Und es ist ja was, was ihm Spaß macht. Mhm. Ja. Haben wir jetzt noch was beantwortet, wer denn müsste? Wolfgang Müller. Mich würde interessieren, für was das Kawa Green Team weggeht. Kawa Green Team ist schon weg. Also wie gesagt, Mama, das ist wirklich toll. Das hatte ich jetzt auch 6-7 Jahre oder so hängen. Konnte mich dran erfreuen. Der Vorbau ist auch genauso alt wie das Rad, ist aber von einem Dino BMX. Aber der Sattel ist nicht original. Der Sattel ist natürlich. Hat sie das doch gekauft oder meintest, sie hat Interesse gehabt? Ja, ja, die hat es gekauft. Erstmal, sagen wir es mal so. Ja, warum nur erstmal? Ich denke mal, sie hat es ja gekauft, sie hat es bezahlt, ich habe ihr das eingestellt, alles. Das ist echt toll, das ist ein schönes Rad gewesen. Wisst ihr noch, wir sind einmal damit gefahren, ich habe ja gesagt, unten gefahren kommt mir das nicht an die Wand. Wisst ihr noch, als ich es bekommen habe? Stimmt. Das ist bestimmt 6 Jahre her. Da waren wir in den Müggelberge. Ich kann mich daran erinnern, genau. Ja. Und bin einmal mit dem Ding gefahren.
Und es ist gut gefahren, das hat mir Spaß gemacht. Also wusste sie auch, was sie dann da kauft? Oder ist das nur so, ja? Bei ihr ist es so gewesen, eigentlich wusste sie nicht so richtig, was sie kauft. Das ist halt belesen, oder was? Nein, da kann man sich ja nicht drüber belesen. Aber ich habe ihr das erklärt und habe... Bei ihr ist es so, sie braucht ein neues Fahrrad. Und sie ist aber wenigstens so von der Einstellung her gewesen, dass sie meinte, ein neues Rad kriegt sie für den Preis. Kriegt sie. Also das war ich schon bewusst, dass sie dafür keine besondere Qualität bekommt. Also. Und das ist ja wie neu eigentlich. Also wie gesagt, es ist einmal von mir gefahren und vielleicht hat das insgesamt 100 Kilometer gefahren oder so. Das ist wirklich ein guter Zustand. Nur ist es weg, eins weniger in der Sammlung. Also mehr oder weniger zählt diese alten Räder ja fast als Sammlung. Die haben wir ja auch lange gehabt. Ja, Gott. David Thorn, ja, Kawasaki ist verkauft. Und ich hoffe, sie hält es in Ehren und ich hoffe, sie findet es toll. Also es stand zur Auswahl der Pinotto und das Kawasaki. Der Pinotto ist auch toll, ist auch neu. Muss immer gleich raus. Neu. So, auf alle Fälle haben wir noch einen positiven Effekt an der ganzen Sache. Der Felix ist pünktlich. Der Felix ist pünktlich heute Morgen da. Weil wir gestern haben bei... gestern machen wir... den Wagen, diesen hässlichen, verdreckten, verrosteten, verrotzten Kinderwagen, Kinderhänger auseinandergenommen und die Stell, bis auf die Stell hier strapst, also auseinander gestrippt sozusagen. Und um das auseinanderzunehmen, mussten wir leider die für die Achse die Verriegelung absägen. So. Und da ist der Felix jetzt dabei und schneidet ein Gewinde. Weil da ist ja kein Gewinde gewesen. Das war so ein Federstift und einfach so ein Klick-Klick-Mechanismus. Tja. Und jetzt machen wir ein Gewinde rauf, damit man diese Verriegelung verschrauben kann. Und dann ist das nämlich auch sicher. Vorher? Ja, ist einfach nur so ein Haken, der mit einer Feder hier gehalten wurde und ein Pilzkopf oben drauf war. Wurde dann einfach reinstecken und dann plopp verriegelt hat. Das so und so kann es aussehen. Mit dem Vorschneider anstatt. Mit dem Vorschneider anstatt End, wie auch immer. Ja, einstellbar. Einstellbar. Und muss immer ein Stückchen enger gezogen werden, anstatt halt solche Ringe. Genau, da passt jetzt eine Mutter drauf und fertig aus. Dann kann man das ordentlich verriegeln. Dauerhaft. Und nicht hier Quick Release. Muss ja auch nicht sein bei so einem Hänger mehr. Und ich meine, wenn man dann nochmal auf der Reise geht, hat man ja auch Bordwerkzeug bei sozusagen und hat einen 10er Schlüssel und eine Tasche und das war's. Den brauchen wir sowieso ab und zu mal. Jo. Es muss ja leiten, richtig? Es muss leiten. Ja. Genau, es muss aus Metall sein. Ja, oder aus diesem Gussmetall, wie wir das mal freundlich nennen wollen. Na, Guss ist es nicht, es ist tatsächlich kein Guss. Ne? Ja. Ja, muss aus Metall sein. Machen wir mal Abschrauber. Aber ist das ein Klapprad oder was ist das? Nö, ist mal ein schönes Fahrrad. War ich hier vor Jahrzehnten? Naja, das ist übertrieben. Ja. Bisschen schon hier gekauft. Gekauft, ja? Ja. Du bist ja auch treuer Kunde. Und das funktioniert immer wunderbar. Die ist halt sehr schwer, die Lampe, deswegen muss man da, es wird schon normal, dass man das macht. Muss ich das auch mal austauschen gegen ein neueres Fahrrad? Ja. Weil da sind dann so viele. Hast du es dabei? Was war denn für eins? So ein altes Herrenfahrrad halt. Ne? Ja. Und da ist, ne, ist schon. Ich klebe da viel zusammen, weil ich denke, auch da und das ein neues Blech und was weiß ich. Also ich glaube, früher oder später. Ja, mal gucken. Wenn du mal ein gutes, großes Herrenfahrrad siehst. Ja. Stabil, nicht zu fancy, dass man es auch mal... Ja, das ist das Problem an der Sache. Ja. Aber
Weiß ich nicht. Also das ist ja schon, hier steht ja eins hier draußen. Aber die sind ja eigentlich schon zu... Was da? Die sind ja schon ja. Zu fixiert. Ja, ja, ja. Ich auch sowas. Da kann man sein. Na Mensch, Schauspieler sind ja auch Kunden, ne? Wie weit es gesickert ist. Hier oben, ja, ist es reingesprüht worden. Jetzt haben wir Glück gehabt, weil manchmal sitzen die Stangen so, dass sie erst leichtgängiger sind und dann ne, immer so bleiben und gleich viel Kraft kosten. Ja, dass wir jetzt eine halbe Stunde dauern können. Das ist, wenn eine Nase okay. Dran ist, wenn sich eine Nase bildet. Okay. Geil. Von was? Eine Nase? Eine Rost? Nee, gerade aus ach, dem ach, Zeug. Ach, aus so. Dem Aluminium. Und dann macht man und dann gegen das gegen das gegen Grad arbeiten, der okay. Dann vielleicht hier oben noch irgendwo einhakt. Ja. Keine Chance. Ja. Eingekloppte Sattelstützen sind auch geil. Ne? Wo du richtig siehst am Rahmen, wie der dicker wird. Boah, das muss man noch aussehen. Glück gehabt! So, Mitra hat die rettet, sozusagen. Ja. Seit einer Woche fährt die gute Frau. Mit diesem Rad. So, seit einer Woche. Hier, guck. Eine Woche lang. Ja, mal eine Stunde und dann ein bisschen Buschi hauen und weg damit. Naja, manche Leute kriegen halt ja nicht mehr mit. Furchtbar. Ich dachte, da passiert nichts. Mikrofon. Freestyler. Ein Stereo. Freestyler. Nee, das ist Copyright da. Nicht mehr Kamera. Ein Stereo. Nun nehmen wir mal. Ein Stereo. Wach auf, Freestyler. 12,20. Ja, Alter, mach doch nicht so. Ja, ist ja gut. Das war ja ironisch gemeint. Ach, das meinst du auch. Ach, ja. Mhm. 1,1 und der ist 1,2. Ich schaue nur ein bisschen. Okay. Wenn ich Frage habe, dann. Ja, dann sagen Sie Bescheid. Alles klar. Okay. Naja, Platz haben wir nirgendwo, aber so richtig, aber du kannst ja mal. Stell's doch hier auf. Genau. Okay. Felix, hier. Ja. Reparatur? Na, weißt du ja, hier diese Bremse einstellen, oder? Die schleift oh, vorne, ja. Schleift so auch richtig, also das bremst okay. Total. Und vielleicht auch mal ein bisschen Luft pumpen, weil okay. Da ist ja nichts. Wie hast du es vorhin raufgezogen? Guck mal, wie schwerfällig das jetzt ist. Ja, mit der Hand. Eine Schneidung bei. Echt? Mit der Hand? Okay, ja, nee, ja, dann das muss noch mal. Immer nachschneiden. Muss ich noch mal, genau. Aber sieht oder zweimal aus. Nachschneiden. Wird ja, ja. Also Luftpumpen auf alle Fälle. Luft und diese ja, Bremse vorne. Weil guck mal, die Bremse fällt ganz kurz. Ich hab's hier gesehen, ich hab's mir gerade angeguckt. Ja, und dann muss ich aber das Licht halt genau. Das Licht, weil der Kabel wird nochmal weg. So, das Licht. Das Licht ist ja jetzt fertig. Weil das Licht ab war, hat jemand den Kabelbinder hierher gehabt, ne? Das habe ich jetzt gerade rausgemacht. Rausgemacht, okay. Dann muss das Licht demontiert werden. Das heißt, das ist eigentlich noch eine oder eine andere. Nee, alle Tür, komm. Licht, ja, okay, nehmen wir das. Wir machen das Licht fest, ne? Okay. Genau, ja, genau. Und dann ist einfach. Da noch, ja, okay. Was die Klinge, die ist ein bisschen so. Vielleicht okay, wenn nicht, dann muss man eine neue anmachen. Ja, also. Die ist irgendwie kaputt, vielleicht kann man dann noch irgendwie so. Machen wir einfach. Ein Pauschalpreis für Licht, Klingel und Bremse, ja? Oder? Ich schreibe das mal auf den Zettel, genau. Ja, sonst. Okay. Wenn wir was vergessen, nicht sauer sein. Wir machen erstmal das, was jetzt. Gut. Ciao, ciao. Bis gleich.
Das ist zu viel, Felix. Ja. Okay, sorry. Das ist immer für die Leute, die können das gar nicht verarbeiten. Okay, ja. Naja, ist halt nur wegen dem Preis. Ich stehe dann ja auch immer ein bisschen im Zwiespalt, ja, weil eigentlich kostet das Licht. Ne? Aber jetzt war ja auch... Das ist doch nur Festschrauben. Aber warte, genau. Die hat ja selber jetzt gesagt, sie hat es gerade weg. Mal guck mal, die hat... Das habe ich gesehen vorhin, ich habe sie gesehen vorhin. Okay. Ja, stimmt, das mit meinem Gequatsche, das verwirrt dann nur noch mehr. Da haben wir eigentlich schon alles besprochen. Ach so. Okay. Besprochen ist voller. Mit dem Licht auch. Nein, mit dem Licht nicht. Das hast du ja eingeworfen. Das Licht wäre jetzt scheißegal gewesen. Aber wir schrauben es halt fest. Wenn ich da dran bin mit dem Schraubenschlüssel und ich sehe, die Lampe wackelt hin und her, dann mache ich einfach mal klack, fertig. Das ist eine Sache von 2 Sekunden. Da rede ich nicht drüber. Wenn ich das reparieren soll richtig, sprich, dass es funktioniert und ordentlich eingestellt, dann kostet es. Wenn ich es vorher demontieren muss, wenn ich aber nur eine Schraube festziehen, ey, das kostet doch nichts. Ja, okay, gut. Ja, das muss ich mal langsam halten. Und aber eben auch nicht alle Schrauben am Rad, sondern nur die gefährlichen. Also es ist nicht so, dass wir das komplett durchstecken werden. Nein, sondern dass es halt aufhört zu wackeln. Ja, damit sie alle was von dir haben. Oh, ja! Kannst du also immer noch nicht diesen Rauschneider, meine monotone Stimmlage, die ja gebe wohl selbst auf den Keks. Aber gut, geteiltes Leid ist dreifache Freude, oder wie? Nun muss ich nicht mehr alleine leiden hier. Komm mal klar, hey, Rababa. Ah, who got the camera? Ich hab sie, Kamerad. Selbstredend. Ich führe dein Gespräch während der Arbeitszeit. Was denkst du, Alter? Dafür haben wir keine Zeit. Es ist auch nicht gebeitet. Wer hat es keiner gefunden? Das ist einfach so. Verstehst du? Du musst während der Arbeit, musst du Zeit, Zeit, zack, zack. Das zeitige Zeitigen. Segen. Du hast mein Segen auf jeden Fall. Kabelbinder. Die klingeln doch gar nicht hier. Die klingeln nicht. Hast du ein Ding an der Klingel oder was? Nee. Fest ist fest. Ach, fest kommt ab. Na, ist doch gut. Das war sowieso wohl die Festtagsstimmung ausgebrochen. Ausbrecherkönig, sag mal. Meinst du, man kriegt einen Bremszug auch noch kaputt, wenn man versucht, ihn zu montieren? Das wäre. Das geht doch, ach wie warm ist denn, läuft doch butterweich. Ach doch, gar nichts mehr. Ja. Also, wir sollen hier eine neue Hülle, neuen Zug verlegen. Ah, Quatsch. Hätte ich jetzt ja gerne gemacht, das ist so. Weißt du, wir sollen hier neue... Gar nichts, aber hätte ich ja gerne gemacht, weißt du? Einfach so, Serviceleistung. Komplett die Bremsanlage checken, klar. Mach ich gerne, gucke ich auch noch vorne Lagerspiel, Vorderrad. Lenkkopf hat auch Spiel. Mach ich auch noch nebenher, dauert halt eine Stunde, aber Hauptsache ist gemacht, dann ist ja auch gefährlich. Und dann hat der Kunde so ein kleines, ne, zack. Das ist bei vielen Fahrradläden des Markodes. Also wie kann man noch schlaueren Bullshit reden, als wie komplett den bullshittigsten Bullshit der bullshitsten Bullshit. Kannst du mir das mal einer sagen? Kannst du nicht, ne? Siehst du? Also, fürs Abstinken.
So, wer redet jetzt den bullshittigsten Bullshit der bullshittigsten Bullshit? Hm. Völlig unbrauchbar, kannst vergessen. Billigmaterialien. Hau ab. Schüssikowski. So. Ansonsten kannst du auch mal kicken, vielleicht ob man ein bisschen Fahrrad repariert und er die Schnauze halten könnte. Danke. Authentischen Sänger mit der Schwimmmütze, der nichts anderes noch uns nicht ist. Wie viel Spinner? Aber mit Namen habe ich es halt nicht so von mir. Aber du weißt ja schon irgendwer selber. Und dann das Ende setzen wir uns selbst. Oh, schade. Ja, das ist nicht fertig. Ja, ich meine, ich hoffe jetzt noch das Licht fertig. Immer diese mahnenden Blicke von dir, ja, dann kriege ich immer so ein schlechtes Gewissen. Ich habe jetzt die Kette gefettet. Dann habe ich, mit der Zahnbürste die Speichenköpfe auch poliert. Dann ich habe sogar eine Ventilkappe festgeschraubt, ne? Und wenn du dagegen bist, dass wir hätten vorhin nämlich fast, habe ich das Ventil so lose gelassen, ja, also ein normaler. Mach jetzt nicht. Oh, ich wollte nur demonstrieren. Nee. Okay. Hör auf jetzt mal. Reiß dich zusammen. Ja. Reiß die Same. Reiß mich Brett. Reiß Brett auf dem Brett von dem. Ach, die Lampe funktioniert eh nicht. Dann kann ich nicht machen. So, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ja. Ich nehme jetzt das Fahrrad hier aus dem Montageständer. Das reicht mir, mir gefällt es nicht. Das, diese Arbeit macht keinen Spaß. Also können Sie vielleicht selber gucken, wie Sie dann den Rest zusammenschustern hier, ja. Obwohl, ich überprüfe halt nochmal schnell, ob hier diese unnütze Bremsanlage, ob die halt hier, ach ja, vernünftigerweise irgendwie so festmontiert ist und dann, ne, das mache ich jetzt immer dreimal. Besser ist. So, das Ding, ne? Außerdem muss ich jetzt sowieso, ist Mittagspause, ich gehe jetzt einen Döner ohne Brot, Knoblauchsoße, schaff auch nicht, Kräuter sowieso nie, Salat und Fleisch bitte auch keins essen. Ja, ohne Zwiebeln habe ich schon gesagt, ne? Guten Appetit, bitte zum Mitnehmen. Halb fünf schon wieder. Mann, 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 ey. Die Zeit rennt. Ich fühle mich so, als würde man... Als würde man mit Felix tatsächlich gar nichts richtig schaffen. Also wenn man den so bei hat und betreuen muss, erklären muss, mach das so, mach das so, mach das so, das ist nicht gut.
Das saugt mir zu viel Zeit und Energie gerade. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Schauen wir mal. Ich denke gleich drüber nach. Kann ich den Fahrstuhl benutzen? Ja klar, das ist so schön. Super, danke dir. Das Ding ist, ich muss gleich wieder los. Ich bin extra vorbeigeholt, aber... Ja, warte. Ich muss mich ganz kurz... Nein, bitte nicht, nicht sonntags. Lass mich ganz kurz mich konzentrieren. Gerne. Ich muss ganz kurz resetten. So, hier. Hast du? Natürlich, ich habe ja was ganz anderes im Kopf. Und deswegen... Ja, hat natürlich keinen Trainer gesagt. Hast du es dann gewechselt? Ja, man, ist ja in Ordnung. Ich habe dein... Stift, wollte ich sagen. Das ist ein cooler Tisch. Sowas haben wir doch immer im YouTube in so einem kleinen Videos gesehen, dass die Tische so immer länger und größer und höher werden können.
Nach Rikscha fahren noch. Rikscha. Um 5 nach 10. Um 5 nach 10 hier. Und damit abwischen nochmal trocken. Okay. Und jetzt muss ich aber unten noch festschrauben, oh noch. Achso. Naja, ne. Weil das Lager unten schwenkt ein bisschen irgendwie, keine Ahnung. Gut. Probiert es nicht. Hier, Wache halten. Ne? Kannst du Rücken nochmal abwischen? Ja. Lieber nicht, nicht so fest. Papa, ich glaube, heute wirst du auch nicht mehr so lange schneiden. Weil guck mal, du hast eine Stunde und 47 Minuten. Das war ja auch nicht so wie hinter die Tür hast du, ne? Wir müssen nach dort lang. Wir gehen auf die Straße, biegen ab. Wollt ihr mit oder ohne Verdeck? Wir wollen mit Verdeck. Aber es kann sein, dass es zusammenklappt, ne? Weil das ist die Arretierung hier, die fehlt. Ja, wir wissen, wenn es zusammenklappt, ist es nicht so schlimm. Dann fahren wir ohne Dach weiter. Oder machen wir ohne Klapp. Ja, wir machen ohne Dach. Ohne Dach. Okay, dann guck so. Warte mal. Hallo? Ach, es war kurz. Oh mein Gott, das leuchtet ja schlecht. Wie wäre es, ich drücke die ganze Zeit auf, wenn es ausgeht, weil da musst du es nicht rübernehmen. Ich glaube, wir sind etwas zu groß. Ja. Ole, wir passen durch, sag dich doch. Naja. Wir müssen erst gucken, ob wir überall durchpassen. Ja. Und du, wenn Skadi mitkommt, muss Skadi in die Mitte. Nein. Oder? Skadi kann ja nicht auf irgendein Zoo sein. Was ist mit Ona, Mama, Leon? Na, die von Fahrrad, cool. Weg. Nee, Ona hat ja die Tage. Mama fährt Fahrrad und... Nein. Nein. Ich halte mich nicht. Hä? Nee. Festhalten, ne? Da müssen wir. Okay, musst du mich doch nicht festhalten. Naja, so ist eine Masse. Oh, es stinkt hier. Ja, das stinkt. Bitte dir. Weg. Warum macht die Besitzer nie die Hundekacke weg? Tja, das ist eine Frage, was? Das ist vom Baum. Mama hat es mir gesagt. Naja, auch die Hundekacke. Wenn man bremsen muss, dann gut festhalten. Ja, ich halte mich schon mal fest. Ich gehe jetzt rein, Sissi. Die Kamera. Papa, die Kamera tue ich hier hin. Hallo Oma, du hast einen nicht so guten Tag gesagt, weil da hat jemand Geburtstag und ich will ja zu dir und zu dem Geburtstag hin. Das ist ja gerade nicht so toll, und Papa sagt, such dir eine Sache aus. Ich so, okay. Dann habe ich mir was überlegt und Papa so, Oma, oder? Ich so, ja, du hast es sowieso erraten. Ja, und du hast dir halt nicht so einen guten Tag ausgesucht. Also, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einen Daumen nach unten. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr keinen Daumen nach unten macht, sondern nur Daumen nach oben und in die Kommentare schreibt. Ja, das war der Tag. Wir hoffen natürlich, dass ihr dieses Video guckt. Tschüss. Bye, bye. Auf jeden Fall. Ich hoffe, Oma hat diese Nachricht gehört. Aber ich will unbedingt morgen zu Oma gehen. Du musst Tschüss sagen.
Radio? Von Auto. Das war's für heute. Wir sehen uns vielleicht morgen, vielleicht auch nicht. Mal sehen, mal schauen. Bis dann, ciao. Macht's gut. Sagt Tommy und die Depri. Hallo.